Willkommen zurück zu Need for Speed Rivals mit mir, dem Hexacore, und wir machen natürlich direkt weiter. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen, warum ich immer noch Level 11 bin, obwohl ich in der letzten Folge schon längst Level 12 war und ich immer noch das Ziel mit den, das vorherige Ziel da habe. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Das bedeutet allerdings, dass wir das Ganze jetzt nochmal fahren müssen. Allerdings habe ich meine Speedpoints behalten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir in der letzten Folge dieses Ziel da verkackt haben, also beziehungsweise geschnappt worden sind oder sowas. Deswegen, ja, starten wir hier und müssen dann wohl oder übel den Kram nochmal fahren. Ob wir das nun wollen oder nicht, das spielt jetzt hier in dem Fall mal keine Rolle. Es kann sein, dass ich zwischendurch einen Cut machen muss, weil, ja, der Postbote klingelt, weil ich ein Paket annehmen muss, und dann kann es sein, dass ich dann halt einen Cut mache. Ja, also, deswegen habe ich auch mein Headset jetzt nicht richtig auf und das hört sich jetzt voll behindert an für mich, voll ungewohnt. Irgendwie. So, 274 muss ich fahren. Für ein paar Sekunden, 6 Sekunden, okay. Gut, dann machen wir das doch mal eben und geschafft. 5 perfekte Nitros. Aber wie wäre es denn, wenn wir mit dem da... Direkt mal im Windschatten. Was... Wow. Oh, was ist mit dem? Kommt der nicht? Doch, da kommt der. Alter, was macht der denn da? Ist der blöd? Der soll endlich an mir vorbeifahren. Schneller. Boah, jetzt ist er aber mit einer Geschwindigkeit an mir vorbei geflogen. Heftig, Junge. Total, jetzt muss ich den erstmal wieder aufholen. Toll, jetzt ist hier keine gerade Strecke. Geschafft, juhu. So, jetzt brauche ich nur noch das perfekte Nitro. Achso, ja, wow. Ah, Moment, ich sollte mal... So langsam mal an dem vorbeifahren. Eigentlich. Aber. Das habe ich nun von meiner Gutmütigkeit. Na egal, ich wollte ja auch das Ziel schaffen. Hat deswegen drauf geschissen. Oh ne, geradeaus, Alter. So, das hätten wir. Jetzt brauche ich nur noch einen Sprung. Von 119 Meter. Uah. Oh. Ja, jetzt ist die Frage, wo kann ich diesen Sprung denn mal absolvieren? Das kann man doch eigentlich... Achso, ja, es sind keine Spieler da, weil ich offline spiele. Was? Ach, keine Ahnung. Dann muss ich jetzt mal schauen. Ich meine, hier irgendwo, dann war das eventuell auf der anderen Seite des Walds, wo man da um die Kurve gefahren ist. Und dann, ja, wie soll man das jetzt sagen, da konnte man dann einen Sprung absolvieren. Mich wundert allerdings gerade, dass wir noch nicht von irgendwelchen Polizisten hier genervt bzw. aufgehalten werden. Ah, schade. Mission failed.
So, da vorne ist ein Kacklappen. Der hupt auch direkt mal. Ach, die perfekten Nitros. Ja, da werde ich dann gleich wieder auf. Oh nein. Ja. Da ist ein scheiß Cop. Ich habe jetzt keine Lust auf eine Verfolgungsjagd. Ach komm, selbst wenn. Ich muss jetzt hier weiter, weil ich hier leider, ich muss hier ja lang. Was will der von mir? Ja, nämlich hier. Hier kommt jetzt dieser Sprung. Hier um. So, jetzt muss ich wieder auf. Auf die Strecke zurück, auf die Autobahn. Und will eigentlich mein Nitro wieder voll machen. Oh shit. Das ist schön, dass es da nicht weitergeht. Oh nee. Ach scheiße. Mann. Was Behindertes, so Gegenverkehr. Hier hoch. Einmal Nitro. Nummer 1. Da ist schon wieder der Typ. Weg. Ich bin entkommen. Das ist gut. Jetzt allerdings möchte ich gerne auf die gegnerische. Gegnerische, ich sag immer gegnerische. Auf die entgegengesetzte Fahrbahn. Also jetzt werde ich gleich wechseln. So. Jetzt gibt es nämlich schön Nitro. Scheiße, ist das knapp. Nein, egal. Weiter. Na toll, das Nitro war nicht perfekt. Scheiße. Gut, nochmal. Ich scheiße jetzt einfach mal auf die und fahre einfach hier weiter. Ey, cool, wir sind in der Wüste. Hier war ich ja noch nie. Oh. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Okay. Hulala. Also ich muss mich gerade konzentrieren. Gut, ich hätte volles Nitro. Raus damit. Bam. So, dann. War das denn jetzt perfekt? Ja, das war perfekt. Mal schön beinahe vorbei und sowas. Dann kriege ich noch ein bisschen extra Nitro drauf. Und dann ist das schnell wieder voll. Wow. So, nochmal. Perfekt, Nummer 3. Das ist aber ganz schön krass hier bei der Autobahn, dauerhaft auf so einer Geschwindigkeit. Meine Güte. So, beinahe. Gott, warum sind denn diese Pöller eigentlich da auf dem Boden, Mann? Was haben wir da zu suchen? Nee, keine Kopf-an-Kopf-Herausforderungen. Toll. Oh Gott, kann ich das hier das Nitro schön ausgeben kann? Oh ja, ohne gestört zu werden. Konnte ich, das ist gut und hier geht's richtig krass ab.
Boah, scheiße. Nicht so prickelnd. Oh. Ich bin jetzt einfach mal so und drehe wieder rum. Juckt ja keinen, denke ich. Dann kommen wir auch wieder zurück auf die Autobahn. Und dann können wir selbstverständlich da das letzte Mal das perfekte Nitro machen. Au. Oh. Ach so, ich war gar nicht. Tschüss. Da vorne sehe ich wieder Blaulicht. Ja. Egal, gleich auf der Autobahn, also auf der dicken Autobahn, wird das schon wieder funktionieren. Und Nitro. So, das haben wir ja geschafft. Ach, scheiße. Warte. Verdammt, gleich drehe ich rum. Gas geben. Weil, sobald ich weiß, kommen wir in das Versteck ja immer rein. Auch wenn wir in der Verfolgung sind. Und gut, da die sowieso jetzt etwas weiter hinter mir sind. Scheiß Dreck. Ich nicht Opfer wechsle auch noch die. Ein Bild nach oben. Und geschafft. Ah, so. La la la, geschafft. Und sogar noch Geld dazu gemacht. Warum nicht? Juhu. So. Ja, das wissen wir alles. Das haben wir schon letzte Folge alles gesehen. Ich glaube, das hier hatten wir ausgewählt. Ich bin mir allerdings noch nicht mehr sicher. Zerstöre einen Racer. Erziele Schockwellentreffer gegen drei Racer. Slamme 5 Racer von der Seite. Gold bei 2 Interceptors. Ramme 3 Cops von hinten. Störe 3 Cops. Schätze mal mit dem Störsender treffen oder was trifft. 3 Cops. Ne, das habe ich keinen Bock drauf. Da muss ich mir die Sachen. Erreiche einen Vierfachmultiplikator. Also ich gehe mal davon aus, dass. Ja. Dass man das einfach nur diese Stufe 4 erreichen muss. Ich mache jetzt einfach das hier. Das gefällt mir. Ich weiß jetzt leider Gottes nicht, wann ich den Part angefangen habe. Aber ich beende ihn einfach jetzt mal hier. Dann können wir nämlich diese, dann haben wir das nämlich jetzt geschafft und dann können wir nächste Folge wieder da anfangen, wo wir aufgehört haben, so ungefähr. Gut, dann würde ich sagen, bis in der nächsten Folge. Euer Hexacore, bis dann, Antenne. Tschüss, Bewertung nicht vergessen.